Warum? Warum? Moin. Servus. Morgen. Bin ganz schön verpennt hier. Ey. Wo ist denn der? Wie hieß er denn? Wie heißt denn euer Chef da? Jürgen Und wo ist der denn hin? Sagt, Reisex. Weiß wenn er den mal seht, dann sagt ihm mal, dass der ein hässliches Bett hat. nicht. Okay. Jonas? Jonas? Hi. Warte mal, wir wechseln mal kurz auf Telefon, Herr Varuna. Das sind doch Leute. Oh Gott, nein. Ja, hallo. Ja, also ich wollte Sie nur fragen, wie Sie sich mittlerweile so eingelebt haben. Ja, geht so. Also, wie finden Sie Schwarzing? Ja, Schwarzing ist gut. Ich muss nur sagen, manche Auftraggeber zahlen nicht so schnell, nicht so gut. Sagen Sie bloß nicht das LU. Doch, ich habe noch kein Geld erhalten. Ich will das LU, aber wenden Sie sich bitte an den Herrn Neumann, der ist für die Rechnung zuständig. Okay, Auch wenn mache ich der Meinung bin, dass ich, auch wenn ich der Meinung bin, dass ich re besser rechnen kann. ich. Okay, Dafür ja. bin ich für Maschinenkauf zuständig, ja. Aber haben Sie sich eingelebt? Wie war Ihre Nacht Ja, ein bisschen beim unbequem. Bauhof? Bisschen unbequem, aber sonst ging's. Echt? Ich dachte, es wäre ein schönes Zimmer. Ja, Ja, Sie können auch mal bei uns schlafen. schön schon, aber die Matratze, die war zu hart, eindeutig. Naja, Nee, irgendwo Quatsch, gibt es zu bestimmt weich. einen Nullrahmen. Ja, irgendwo wird es schon was Besseres geben. Muss ich mich mal gucken. Zur Not können Sie zu diesem schwedischen Möbelhaus. Ja, dazu bräuchte ich erstmal das Geld vom LU, dass ich mir auch ein Bett leisten kann. Ja, Sie brauchen doch keine 3000 Euro für ein Bett. Nee, aber fünf. Ich habe nur zwei. 5000. Ja, ich muss mir auch irgendwo eine Unterkunft mieten. Oder Stimmt. kaufen. So, ich muss sagen, ich renne ganz schön schnell, ey. Ich hole sie gleich ein. Ja, ich fahre ja auch nur 30 mit meinem Traktor. Ich bin im Training für einen Marathon. Dann Warten Sie mal, knacken Sie ja ich würde gut. gern bei Ihnen in Windschatten gehen. Warten Sie mal kurz. Dann kann ich ein bisschen schneller laufen. Das machen die Afrikaner auch immer so. Die laufen nicht. So, jetzt geben Sie Gas. Da geht's aber vorwärts hier. Ja, okay, kein Der Windschatten fängt, der mehr. zieht schon weg. Ja. Gut, ich rufe mal den Neumann an. Vielen Dank. Ja. Bis die Tage. Tschüss. Ja, warte. So, Herr Varuna? ja, Herr Raisek, Sie wollten, dass ich Sie anrufe. Ja, wo sind Sie gerade unterwegs? Ich bin gerade auf dem Weg zum Händler. Ich dachte, ich könnte da vielleicht noch einen Auftrag abschnappen. Perfekt, dann treffen wir uns da mal, weil ich habe was für Sie. Ein tolles Angebot. Das ist super. Das freut mich. Gut, dann bis später. Jo, tschö. Tschüss. Na, das geht ja heute mal richtig rund hier. Oh, da kommt einer. Oh, au. Oh. Dem scheint es gut zu gehen. Der fährt gleich weiter. Gut. Ach so, den Neumann wollte ich anrufen. Hallo, ich möchte gerne Sind den Sie zur Herrn Neumann Arzt? sprechen. Ja. Ist der denn da? Ich bin. Ja, das bin ich. Ah, guten Tag. Ich hatte vorhin mit dem Herrn Reinhardt gesprochen, weil bei mir noch keine Zahlung eingegangen ist. Ich Ach habe. so, das Ja. überweise ich Ihnen sofort. Okay, das freut mich. Cool, und wenn Sie wieder einen Auftrag haben, melden Sie sich ruhig, gell? Ja, das wird auch schon bald soweit sein. Na, da kann ich mich ja schön zurücklehnen. Okay, vielen Dank, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ho, ho, ho. Ey, das läuft. Wir kriegen Kohle. Oh, da ist jemand Neues. Glaube, ich muss mal da. Da gucken, bis der Händler hier fertig ist und dann mit dem mal ein bisschen schnacken. Das weiße Hemd hier, das kenne ich noch gar nicht.
So, aber jetzt bin ich erstmal gespannt, was hier los ist. Der Harry Hofer, ne? Steht hier auch. Herr Varuna? Ja. Hallo? Hallo. Wollen Sie ein Bierchen? Ah, ein Bierchen? Nee, tut mir leid. Viel zu früh. Also. Ach stimmt, kein Bier vor 4. Ja, so schaut's aus. Erstmal arbeiten, dann das Vergnügen. So, oh, irgendwie. Ich habe keine Arbeit. Sag mal, wer hat hier eigentlich die ganze Zeit seinen Traktor laufen, ne? Keine Ahnung. Ey, kann ich da einsteigen? Kein Schlüssel. Nee, das gibt's ja nicht. Umweltverschmutzung hier. Mal gucken, ob der Händler inzwischen irgendwas hier stehen hat. Hallo? Gesagt. Ja? Herr Reiner? Ja. Wollen Sie mal kurz in den Fan Probe sitzen? Im Fendt? Aber da, ja. Sie haben vergessen, dass ich den gestern zum Fahrzeug. Ach, stimmt, da war ja was. Aber man sitzt schon bequem hier. Das muss man schon sagen. Ja. Ich weiß zwar nicht, ob der Sicherheitsgurt da vorne wirklich was nützt, aber wird schon passen. Schau mal. Sehen Sie den? Der ist hier so weit vorne an der Seite angebracht. Stimmt. Oder ist es ja. Der von. Moment, ich guck nochmal. Nee, das ist der vom Ding, vom Passagiersitz hier. Ach so, ja, stimmt, ja. Ja, weil der Hauptsitz, der hat gar keinen. Stimmt, habe ich gerade gesehen. Das ist ein uninteressantes Modell. So einen würde ich auch gerne mal haben. Ich auch. Hab so, ich aber ja. Irgendwie geht's beim Händler gerade rund. Aber ich finde, der hat einen geilen Sound. Ja, den hat er schon. Ich höre sie kaum, wenn Alter. Sie da drin sitzen. Hallo? Hallo. Grüß Gott. Herr Varuna. Kommst du auf Seite? Wer spricht denn mit mir? Jürgen. Ah, Jürgen, ja, wir gehen mal. Kommen Sie mal mit. Ja, komm. Ich hab einen Packer. Ich komm Ihnen hinterher. Ja? Was wollen Sie? Ich habe ein tolles Angebot für Sie. Schon wieder? Okay, schießen Sie los. Ja. Was halten Sie davon? Wir als Bauunternehmen kaufen Ihnen ein Auto, dass Sie etwas mobiler sind und Sie arbeiten das bei uns ab. Okay, ja, das ist doch mal ein Angebot. Sie können natürlich auch bei anderen arbeiten, wenn die was zu tun haben und wir momentan nichts für Sie und überweisen uns das Geld einfach. Also ich könnte das Auto auch auszahlen. Ja, ganz genau. Okay, aber Sie stellen es mir erstmal zur Verfügung. Ja. Von was für einem Wagen reden wir denn? Oder darf ich mir da was aussuchen? Sie haben die Wahl zwischen einem Duster. Das war der Franzose, gell? Der Dacia oder wie heißt der? Guck ich mir gerade mal. Ich habe die App runtergeladen. Ich kann mal nachgucken. Ja, genau. Ja, genau. Der Dacia Duster, oder? Farbe können Sie sich auswählen. Oder einem. Hallo? Hallo? Das ist ein penetranter Klingelton. Hallo? Oder einem Dodge Ram. Hallo? Ja, mit wem wollen Sie denn sprechen? Ja, mit Ihnen. Ja, okay, dann schießen Sie mal los. Ich bin gerade noch im Gespräch. Können Sie in 5 Minuten nochmal anrufen? Okay. Vielen Dank. Tschüss. Ja, tschüss. Hey. Was hat denn der für einen Klingelton? Das Telefon war aber laut eingestellt. Ja, das war. Oh Gott. Also, den Dodge Ram. Ja, Farbe auch auswählbar. Wir reden schon von dem Dodge und nicht von dem Ford. Ja, von dem Dodge. Okay. Da ist also, Ihnen die Wahl. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde das ja ein super Angebot. Ja. Und ich muss mal drüber nachdenken. Sie haben gesagt, Sie haben auf jeden Fall noch einen Auftrag für mich. Ja. Okay, dann würde ich mal den Auftrag nutzen, um drüber nachzudenken. Und mir auch ein Auto auszusuchen. Ja. Ich bestelle mir jetzt was bei dem
Herrn Peter. Mhm. Und das konnten sie dann runter zum Lohnunternehmen fahren. Zum Lohnunternehmen, ja, das machen wir. Okay. Ja, okay. Gut. Dann bis dann nachher. Bis später. Was ist denn das? Dann kann ich da vielleicht einfach einsteigen, ohne dass wir uns nochmal kurz schließen müssen. Das wird ein Fendt 800er sein, in Orange. Okay. Mit einem Dolly und Tieflader und einem Bagger. Okay, gut, das mache ich. Vielen Dank für den Auftrag. Okay. Jo. Tschüss. Tschö. So. So, mal dem Herrn Hofer an den, dem Herrn Peter an den Schuhen riechen. Boah, Junge, das. So. Es ist ein verlockendes Angebot. Ich frage mich nur, wieso der Herr Racex mir das so ein krasses Angebot macht von so einem Preisunterschied. Also 7.800 und 30.000. Schon das Telefon. Jetzt ist die App zugegangen, Mann. Hallo? Hallo? Ja, Herr Hofer. Ja, bist du gerade auch beim Auto kaufen? Nein, nein, ich guck mir nur mal die App an. Da ich habe mir vorhin auch ein Auto gekauft. Du glaubst es nicht. Jetzt ist mir der Neumann ist mir jetzt schon direkt in das Auto reingefahren. Na, ich hoffe mal, sie haben es gleich versichert. Ja, jetzt da Hans-Peter hat gesagt, das wird wahrscheinlich 500 Euro oder so herumkosten und ja. Also okay. Das bezahlt mir auf jeden Fall jetzt das LU und ja. Ja klar, die sind ja auch versichert gegen alle möglichen Schäden. Ja, ja. Okay. Ja. Ja, und Sie wirtschaften weiterhin gut? Wer, LU? Nein, Sie. Ja. Ja, ich bin beim Sepp jetzt unterwegs. Jetzt muss ich mal Feld pflügen. Oh, das ist ja auch ein ordentlicher Job. Ja. Okay. Ja. Ja gut, wir hören dann voneinander. Ja. Wünsche Ihnen. Ich wollte dich mal fragen, ob du von, weil ich habe, glaube ich, noch nicht von allen die Telefonnummer hier von der Stadt. Oh, ich auch nicht. Wollte ich dich mal fragen, ob du ein paar Nummern hättest? Nee, habe ich leider nicht. Hast du von niemandem die Nummer bekommen? Nicht wirklich. Doch, ich kann meine sagen. Ja. Der Herr Groll steht neben, Herr Knoll steht neben mir, dem könnte ich Ihre Nummer weitergeben. Okay. Herr Knoll, sagen Sie mal an, die Nummer von Ihnen, dann gebe ich die weiter an den Harry Hofer. Meine Nummer? Ja. Das ist die 88. 88? 677. 677. Ja. 30. 30. Okay, das ist die vom Tobias, vom Herr Knoll, Tobias, glaube ich. Genau. Ja. Danke. Bitte. Tschüss. Wir hören uns sonst nochmal. Tschüss. 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 So, Herr Knoll und Herr Reinhardt, was gibt's? Herr Warunner, ich bestelle mir jetzt gleich etwas. Haben Sie Zeit? Was sind Sie für ein Unternehmen? Ich bin Erdbau. Erdbau? Ja, der Herr Racex hat mir schon einen Auftrag gegeben mit einem mit einem Fendt, mit einem Kommunalfendt, was zum LU zu fahren. Ich weiß nicht, ist das der gleiche Auftrag? Nein, ist nicht der gleiche Auftrag. Was bezahlen Sie denn? Ja, ich meine, wenn es schnell geht. LU ist zwar nicht so weit, aber... Ja, müsste ich auch zum LU. Ja. Es geht aber nicht um den Bagger. Großbaustelle dort. Nicht um den Baggertransport, oder? Nein. Okay, was würden Sie denn zahlen? Ich weiß nicht. Da ich Sie nicht so gut kenne, aber Sie jetzt ziemlich nett rüberkommen, würde ich sicher so, weiß nicht, 2000 oder so. Okay, gebongt. Ich nehme den Auftrag an, Handschlag. Okay. Herr Warunder? Ja, Herr Reinhardt? Kommen Sie mal mit, irgendwie kommt mir das hier leicht befremdlich in der Halle. Ich sage Ihnen dann, wenn er da ist. Ja, danke. Finden Sie nicht auch, dass das ein bisschen komisch hier sind, diese Bilder? Gehen Sie mal raus aus der Halle hier. Das geht ja mal gar nicht. Ja, also... Ist halt eine Werkstatt. Was denken Sie denn? Ist ja normal. Da hängen doch immer die Kalender von Wirt rum. Ich will's lieber nicht wissen.
Okay, ich muss mal ganz schnell den Herrn Rasex anrufen oder den. Ja, ja, machen Sie das. Mit dem, ich hole den mal gerade aus dem Gespräch hier. Ja, ja, machen Sie das. Überweisen. Herr Rasex, ich muss Sie ganz kurz stören. Ja. Was würden Sie mir denn bezahlen für den Transport? Wie beim letzten Mal. Also 1000. Zwei. Ja. Jetzt habe ich ein Problem, Herr Rasex. Ich brauche noch ein bisschen, ich brauche noch ein bisschen. Okay, dann mache ich erst Sie können ruhig erst den Auftrag machen. Okay, dann mache ich erst Ihren Auftrag, Herr Rasex, und dann mache ich den direkt vom Herrn Knoll. Okay, mein Auftrag, der kommt jetzt jeden Moment. Lol. Okay, gut. Wo ist denn unser Händler eigentlich? Ich glaube, der musste gerade mal austreten. Irgendwie. Ich glaube, der musste ganz schnell aufs Klo. Sie sind der Stellvertreter, oder? Vom EU. Oh. Ja, ich hoffe mal, der kommt mit Ihnen habe ich doch letztes Mal gesprochen wegen dem Shop. Wegen dem Bestellung. Ich habe es einfach so gesagt. Ja, ich weiß, war nur kurz. Ach so. Oh je. Er war wo, ne? Ja. Achso, weil er sich hier Fendron. Da unser Händler jetzt weg ist, haben wir ein kleines Problem. Gehört der Pickup da hinten auch Ihnen? Ja, der gehört dem Knoll. Herr Knoll? Ja? Sie hängen in der Luft. Ja, ich habe ganz schlimme Kopfschmerzen. Wenn ich Kopfschmerzen habe, dann hänge ich halt in der Luft. Ja, das ist schlimm. Ja, das sieht man irgendwie, dass sie mit dem Kopf rumzappeln. Okay. So, dann gucken wir mal. Also einpacken will der Marona ein. Haben Sie schon über das Angebot nachgedacht? Ah, jetzt vom Klo wieder zurück. Stimmt. Ja, ich verstehe. Können wir gerade mal nochmal auf die Seite gehen? Muss ja nicht jeder mitkriegen. Hans? Ja. Herr Rasex, ich verstehe nur eins nicht. Wieso wollen Sie mir denn so ein gutes Auto anbieten wie den Dodge Ram? Ja, Sie sind ja Neuling hier und da haben wir uns als Bauunternehmen einfach mal gedacht, dass Sie was mobiler sind. Sie können das ja zurückzahlen bei uns. Okay. Haben wir einfach mal gedacht, können wir Ihnen auch das Auto anbieten direkt. Nicht, dass Sie später das alte verkaufen und sich ein neues kaufen, wäre ja Quatsch. Dann hätten Sie auch direkt das haben können. Okay. Sonst heißt es am Ende... Ah, der Bauhof, der hat so viel Geld und dann macht er nur so halbe Sachen, wissen Sie? Okay. Um Gottes Willen nicht von Ihnen, aber manche hier bestimmt sagen das. Ja, okay. Notieren Sie sich die Konfiguration? Ja. Einen Moment. Der ist aber dann erstmal bis zur Ablöse von mir bei Ihnen im Betrieb, oder? Ja. Okay. Das ist korrekt. Moment. Ich suche mal gerade eben einen Stift. Ach, ich habe einen. Ja, wenn nicht. Hosentasche. Ja. Hätte ich ja auch noch einen Stift gehabt. Okay, das wäre dann der Dodge Ram. Wenn schon, denn schon. mit der Hauptfarbe Deutz-Fahr. Innenausstattung ebenso. Ja. Design. Ohne Toolbox, also Standard, Anhängerkupplung Standard. Ich würde auch den V8 Hemi nehmen, wenn Sie mir den bezahlen. Erstmal vorstrecken. Mhm. Weil da ist ein bisschen mehr Dampf dahinter. Und die 2015er Rams Alu. Ja, ist so notiert. Okay. Gut, dann sehen wir uns. Ich müsste mal gerade ein bisschen Pause machen. Sie auch? Ja. Okay, gut. Dann sehen wir uns in der Pause wieder, nach der Pause wieder. Bis gleich. Jo, tschüss. Tschüss. So, Freunde, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder Kommentar da. Und bis morgen in der nächsten Folge von Real Farming LS19 Meets Reality. Bis dahin, macht's gut. Ciao.